Moin, moin! Es ist der 14.07.14:48 Uhr und es ist mal wieder Zeit für eine saftige Folge Skyrim. Ihr findet natürlich alle Folgen in der Playlist Skyrim wieder. Ja! Nichts als Ärger im Himmelsrand. Kehre zu Farkas zurück. Jetzt schauen wir erstmal auf die Map. Wo er denn ist. Und dann, ja. Normalerweise gibt es dann auch immer Markierungen hier. So, dann schauen wir mal. Jetzt geht's erstmal zurück. Das kann ich auf jeden Fall schon mal machen. Einmal nach Himmelsrand. Nach Weißlauf meine ich. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Ich muss mich mal eben neu orientieren, da ich seit langer Zeit nicht mehr Skyrim gespielt habe. Ich muss eine hungrige Tochter ernähren. Also zählt für mich nur, dass ich meine Erzeugnisse verkaufe. So. Ihr müsste Farkas sein. Novaska. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut. Na, aktuell habe ich keine Fragen, alles gut. So, eigentlich müsste Farkas hier draußen sein. Schauen wir mal. Vielleicht ist er doch hier drin. Ihr müsst euch noch beweisen, Welpe. Okay. Wilkas. Normalerweise müsste Farkas hier drin sein. Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvasker, solange ich zurückdenken kann. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertraut machen. In manchen Nächten träume ich von den Nebeln von Sovngarde. So. Oh, hallo. Ich habe gestern einen Bären getötet. Habt ihr auch etwas getötet? Ich sehe alles, höre alles. Ja, und weiß alles. Waska. Okay. Mal eben schauen. Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr aussieht. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Okay, Hallo,
Kehre zu Farkas zurück. Aber wo ist Farkas? Also. Und ihr habt unseren Lobpreis verdient, denn wir sind eins. Ich glaube, ich bete mal eben das an. Und aus den acht, die neun wurden, seid ihr unter uns gewandelt, großer Talos. Nicht als Gott, sondern... Steht. Also. Können wir ja mal in die Kommentare schreiben, wo ich Farkas finden würde. Ich reise mal eben nach Solzheim. Vielleicht ist er ja da. Kapitän Jalon kümmert sich hier ums Geschäft. Ich bin nur ein Mart. So, das war der Drache vom letzten Mal. Aha. Haben wir doch gefunden. Schauen wir mal eben auf die Karte. Mal rein da. Skjor sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Und wie ich gehört habe, ist der Kunde zufrieden. Ihr habt gut gearbeitet und den Gefährten einen Dienst erwiesen. Bis zum nächsten Mal. Ihr seid zurückgekehrt. Bis zum nächsten Mal. Okay, das haben wir schon mal erledigt. Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Ihr müsst mir helfen. Ich habe einen Aschenwächter beschworen und nun läuft er in blinder Wut umher. Danke. Das hatte ich gehofft. Das wird... Was war das? Ich lenke Meister Nerath ab. Hier drüben. Aha. Warte mal, Tab, Magie, alle. Mal gucken, was wir drin haben. Metall was. Das war ja echt einfacher als gedacht. Aber okay. Wo haben wir denn den Teil was? Wahrscheinlich ist er hier in dem Haus drin. Okay. Wir sind am falschen Haus.
Dann lass uns mal schnell hier rein. Habt ihr euch um den Aschenwächter gekümmert? Welche Erleichterung. Meister Nelot hätte mich sicher bestraft, wenn er davon gehört hätte. Ich habe leider kein Gold, aber nehmt diesen Stab. Oh, wie sich herausstellt, braucht man einen Herzstein, um ihn richtig zu wirken. Ich hatte keinen bei mir, als ich ihn gewirkt habe. Wenn man den Zauber ohne Herzstein wirkt, greift der Wächter alles an, was er sieht. Okay. Also gut. Ein bisschen falsch gemacht, aber okay. Habt ihr den Aschenwächter schon zerstört? Meister Nelot wird mich umbringen. Oder noch Schlimmeres anstellen, wenn er das herausfindet. Welche Erleichterung. Meister Nelot hätte mich sicher bestraft, wenn er davon gehört hätte. Ich habe leider kein Gold, aber nehmt diesen Stab. Oh, wie sich herausstellt, braucht man einen Herzstein, um ihn richtig zu wirken. Ich hatte keinen bei mir, als ich ihn gewirkt habe. Wenn man den Zauber ohne Herzstein wirkt, greift der Wächter alles an, was er sieht. Mhm. So, jetzt muss ich nochmal. Holztime. Wunderbar. Dann schauen wir mal eben. Versteck des Beschwörers hab ich. Schau ich mal eben. Einmal zurück nach Himmelsrand. Die Nordmaid ist seetüchtig und bereit zum Ablegen. Schauen wir mal. Ob wir hier irgendwo einen Anhaltspunkt haben. Okay. Die Nordmaid. Seetüchtig und... Jetzt mal schauen, wo diese Quest ist. Irgendwie werden mir nicht alle Quests angezeigt. Dann gehen wir nochmal zurück nach Solstheim. Die Nordmaid ist seetüchtig und bereit zum Ablegen. Wenn ihr nach einer Überfahrt sucht, sprecht mit Kapitän Jarlund. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier noch so Schönes haben.
Weil das ist hier ewige hier, dann schauen wir mal. Unter Verschiedenes haben wir ja auch noch ein bisschen was. Guck, da steht auch mein Pferd. Habe ich hier stehen gelassen. Es sind jede Menge Leute durch diese gespenstische schwarze Tür gekommen und gegangen. Und diese Geräusche, die klangen überhaupt. Jetzt schauen wir mal. Und hier kommt der erste Besucher. Das Museum der mythischen Morgenröte ist eröffnet, mein Freund. Ja, meine Sammlung von Artefakten einer Gruppe, die ein Imperium gestürzt hat. Kommt doch herein. Ihr könnt euch die Ausstellung anschauen und wir können uns unterhalten. Ich habe etwas zu erledigen, für das ihr mir perfekt geeignet erscheint. Okay. Reden wir drinnen weiter. Und rein da. Seht euch ruhig um. Sprecht mich an, wenn ihr über die Aufgabe, die hier drinnen und draußen hängenden Wandteppiche wurden in Verstecken gefunden, in denen Mitglieder der mythischen Morgenröte ihre Pläne schmiedeten. Ah ja, die Schwertscheide. Seht ihr die Insignien? Ein Oblivion-Tor. Habt ihr Fragen zum Museum oder würdet ihr lieb... Zuerst ein wenig Geschichte. Nach der Oblivion-Krise wollten mehrere Gruppen die Überbleibsel der mythischen Morgenröte vernichten. Eine dieser Gruppen fand Merunes Klinge, das Artefakt von Dagon. Sie zerbrachen sie in drei Teile und schworen, sie für immer voneinander getrennt zu halten. Das war vor fast 150 Jahren. Und die Teile befinden sich noch immer im Besitz der Nachkommen dieser Gruppe. Und sie sind genau hier, in Himmelsrand. Mindestens zwei der Besitzer, Gunsul und Draskua, sind gefährliche Räuber. Vom dritten, Jorgen, weiß ich nur, dass er in Mortal lebt. Hier sind meine Aufzeichnungen. Wenn ihr die Teile, wie auch immer, besorgt, werde ich euch bezahlen und keine weiteren Fragen stellen. Viel Glück bei der Suche nach den Teilen. Gut. Ja, dann schauen wir mal. Ich hoffe mal, es gibt Markierungen. Okay. Dann habe ich jetzt die Aufgabe markiert, in der Hoffnung. So, erstmal geht's nach Mortal. Keine Bewegung. Woher ist das gekommen? Yeah.
hinter diesem verdammten Heft. Los, dann holt es euch! So. Ab nach Dämmerstern. Ist mir erstmal egal. Jo. Moin. Wie sieht es aus? Habt ihr den Griff ausprobiert? Ist es nicht unheimlich, wie er sich völlig der Hand anzupassen scheint? Hier ist euer Gold. Jetzt brauchen wir nur noch den Knauf und die Teile der Schneide. Wenn ihr mich sucht, ich kümmere mich um das Museum. Wo haben wir denn? Knauf und die Schneide. Ich weiß nicht, wer den Krank gerade bekämpft.
nur neue Stufe. Ich gehe auf jeden Fall auf Gesundheit. Okay, er ist weg. Gut. Ich weiß nicht, wer den ganze Zeit angegriffen hat. Aber... Die Wache wird vielleicht... Fleisch in Reach. Oh, lang lebe Reach. Ja, ja, ich weiß schon. So, jetzt haben wir hier einmal zwei Punkte. Ich habe einmal den Punkt. Gehen wir zu dem. Wir hätten natürlich auch das Pferd nehmen können, aber okay. Oder so? Nö, nö. Warum habe ich denn hier zwei Markierungen? Einmal hier. Machen wir jetzt erst den Punkt. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Gebt Acht. Meine Mark Thekla hat meinem aufgeblasenen Neffen Siedgeier schon einmal Informationen zugeflüstert. So. Schauen wir mal. Auf jeden Fall die richtige Richtung. So. Wunderbar.
Da oben musste irgendwo der Punkt sein. Der Gegner. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Das wird euch eine Lehre sein. So. Dann schauen wir mal. Ist das aber eine Überraschung? Da schon mal rein. In der Zwischenzeit, wo die draußen. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Okay, Käfige lasse ich jetzt zu. Gold. Dietrich. Wunderbar. Jetzt warte ich mal eben, bis wir unsere Stufe hier ausgereift haben. Dann können wir unseren Freund rufen. Und er räumt einmal da drin auf. Das dauert immer so ein, zwei Sekündchen. Ihr seht ja oben den Balken.
Nehme ich mal einfach alles mit. Wunderbar. Ja, schön, wenn man sich die Arbeit erleichtern kann, oder? So. Jetzt müssen wir wieder zurück hier hin. Wo sind denn die Feinde? Nee. Das muss ich noch hier erledigen. Oh, bin ich noch gar nicht durch hier? Okay. Das heißt, ich muss jetzt auch einmal hier runter. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Okay, gut. Mache ich hier einmal offen. Müsste es hier irgendwo einen Hebel geben. Okay. Ich habe ja den Schlüssel. Okay, das war der erste. Wunderbar. Sehr schön. Dann können wir also hier raus. Da hätte ich fast das Wichtigste hier vergessen. Jetzt schauen wir einmal. So, jetzt fehlt nur noch der Knauf. Die Weltkarte. Ich gehe lieber doch nach Markov. Das blutigste Fleisch in Reach. Und einmal raus hier. Dieser Ort strahlt eine verdorbene Atmosphäre aus. Ich wundere mich, dass mein Vater nicht hier draußen wohnen wollte. Hm.
Ja, wir haben mal unser Pferd noch hier stehen, dann nehmen wir auch unser Pferd. Ja, warum das so rote Augen hat? Das ist quasi, wie nennt sich das? Ein Drache? Nennen hier was? Ihr wisst schon, was ich meine. Was ist Serana? Ein Vampir. Genau, das ist Vampirpferd. Ja, heute mal mit Pferd unterwegs. Ich weiß nicht, wie weit hier jetzt der Umweg ist. Aber ich muss auf jeden Fall hier erstmal um den Berg herum. Woher seid ihr gekommen? Wer gewinnt? Yeah!
muss quasi dahin, oder? Passt das? Ja, so ungefähr. Ja, dann haben wir mal eben drei Bären schön gestreichelt. Sehr schön. Ja, wunderbar. Ist doch die richtige Richtung. Mal schauen, wer uns hier erwartet. Bleibt wachsam. Sowieso. Wer ist da? Okay, das ist Himmelsrand. Das ist falsch. Sag nix, hier war jetzt nichts drin.
Jetzt warte ich mal eben schnell. Wer ist da? Wusste ich doch, was ich gehört habe. Ich glaube, ich hätte doch Serana das machen lassen sollen. Okay. Ja, auf hier. Das hätten wir geschafft. Gut. Richtig. Okay. Will ich nicht. Nee, ich will nicht nach Himmelsrand. Nein, ich will wieder da rein. So. Müsste ja hier irgendwo ein Weg sein. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Jetzt gehört ihr mir. Mit euch kämpft es sich gut. Okay.
gut. Wer ist da? Hund! Oh, mit Rollen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. So, der erste ist auf jeden Fall erledigt. Jetzt, ja, da oben geht's weiter. Wunderbar. Das ist das Schöne. Wenn ich mit Serana unterwegs bin, der beschwört quasi die Toten wieder auf. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass hier oben Action ist. Wer ist da? So. Ja, da oben sind die beiden Trolle. Deswegen warten wir mal eben, bis wir da hochgehen. Ich würde fast behaupten, die stehen direkt über uns, die beiden Trolle. Weil, ihr habt ja gesehen, was da oben für Action passiert. Deswegen warte ich einmal kurz.
Okay, ich glaube, ich gehe da mal mit runter. Wir sind Spaß haben. Schnell wieder in Sicherheit. So, jetzt bleibe ich hier hinter der Tür. Eieiei. Hallo. Die beiden, die darfst du nicht unterschätzen. Das Problem ist, den Helfer, den ich rufe, der verschwindet nach ein paar Sekunden. Und ja. Ich habe Angst, wenn ich jetzt die Tür aufmache, dass direkt vor der Tür stehen. Deswegen warte ich noch einmal oben, bis der Balken durch ist. Ich weiß nämlich auch nicht, wo Serana ist. Weil Reserana müsste mir eigentlich helfen. Aber... Ist da jemand? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Wer ist da? Eins, zwei. Wie viele sind da noch? Also einer müsste da noch sein irgendwo. Ich gehe jetzt mal hier runter. Auf jeden Fall erstmal hier wieder noch mal rein. Okay. Ach ja. Wer ist da? Herr Serana.
Wer ist da? Ihr seht, er steht wieder auf. Hebel? Sehr schön. Müsste ja jetzt hier irgendwo sein. Okay.
So. Weltkarte. Nach Dämmerstern. Woher seid ihr gekommen? Bei dem Götter. Schon wieder ein Kampf. So, wir werden jetzt eben schnell Silius seine Sachen bringen. Da ich keinen Bock habe, außen rumzulaufen. Schwimmen wir mal einmal hier rüber. Es ist seltsam. Seht nur. Die legendäre Schärfe einer dädrischen Waffe. Großartig. Und hier ist eure Bezahlung für die Teile. Jetzt fehlt nur noch der Knauf. Aufregend, oder? Ja, sicher. Unsere Handwerksmeister sind nichts im Vergleich zur Vollkommenheit der Daedra. Seht euch diesen Glanz an. Hier ist euer Gold, wie versprochen. Endlich halte ich alle Teile von Merynes Klinge in meinen Händen. Es wird Zeit, euch ein Geheimnis anzuvertrauen. Es gibt ein viertes Teil. Die Schwertscheide in der Vitrine. Sie wurde für die Schneide hergestellt. Und das ist noch nicht alles. Ich weiß, wie alle Teile zusammengefügt werden. Wir müssen sie nur zum Schrein von Dagon bringen und den Fürsten des Wandels direkt kontaktieren. Seit ich ein Junge war, spüre ich, dass etwas Schicksalhaftes die mythische Morgenröte umgibt. Und nun weiß ich, was es ist. Erkennt ihr es nicht? Das Schicksal hat euch zu mir und den Teilen geführt. Dagon muss uns antworten. Wir sind so nah dran. Wir treffen uns beim Schrein. Gut. Serana kocht sich erstmal eine Suppe. Aber... schauen wir eben, wo der Schrein ist. Gut. Aber den Schrein werden wir erst in der nächsten Folge entdecken. Ciao mit V, Robin. Tschüss.